Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keystrore-Linie gewinnen, den Sir Keystrore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit einer neuen, mysteriösen Folge Hogwarts Legacy. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz mysteriös mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Mystery-Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt diese Spiele gewinnen für PC, Xbox oder PlayStation. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ja, heute haben wir einen neuen Tag. Jetzt beginnt eine neue Aufnahmesession und ich muss sagen, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich richtig gefreut, heute weiter Hogwarts zu spielen und das hatte ich echt in den letzten Jahren sehr selten. Dass ich mich noch so richtig freue, die Konsole anzuwerfen und loszulegen. Habe ich wirklich wie so ein Hund auf dem Fußboden vor seinem Schreibtisch gepennt? Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Prof? Du hast da irgendwas im Gesicht hängen. Was ist das? Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay, wir hatten einen kleinen Grafikbug. Na gut, also bis jetzt hatte ich eigentlich noch keinen einzigen Bug. Und ja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Das ist ein riesen Mammutspiel und dass da hier und da noch kleine Fehler auftauchen, das ist für mich persönlich in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Ich weiß, die Leute sind heutzutage irgendwie alle super mega kritisch. Aber ich finde, solange es jetzt nicht irgendwie dauernd und ständig ist, ist in Ordnung. Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse? Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre.
um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Okay, der alte Black, der fiese Schulleiter, der gar nicht so fies ist wahrscheinlich, ne? So typisch. Am Anfang ein bisschen grumpy und später rettet er uns die Eier. Der Klassiker, ne? Cool, was hier wieder alles rumsteht. Einfach nur cool. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Ja, sowas mache ich. Übertreiben, weißt du? Aber ich muss, weil ich bin was Besonderes. Hast du noch nicht mitbekommen, ne? Ach ja, wir haben eben gerade irgendwas eingesammelt. Eine neue Rüstung oder so. Ausrüstung. Okay, die ist besser. Wir nehmen sie. Und die sieht cool aus. Ich muss mal meine ganzen Vorbesteller-Boni und Collectors Edition-Kram und so einlösen. Denn ich habe mir von dem Spiel die Collectors Edition geholt. Kann ich sie empfehlen? Ah, schwierig. Bin ein bisschen enttäuscht. Ist halt schon sehr billiges Plastik, das Buch. Der Zauberstab ist ganz gut verarbeitet. Der geht. Aber auch diese Schwebefunktion durch Magnet funktioniert nur so bedingt. Und ihr braucht natürlich immer einen Stromanschluss, damit das Ganze funktioniert. Aus meiner misslichen Lage helfen. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ein Gedicht. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Würdet ihr mit solchen Steinen spielen? Also ich ja. Klingt irgendwie... Klingt nach... Was Krassem, oder? Klingt einfach krass. So, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Hohe Orte. Brauchen wir dafür einen Besen? Keine Ahnung, du. Hohe Orte. Oh. Revelio. Eine Wyvernbrunnen-Handbuchseite. Die Spezies dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Vue, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Was haben wir denn hier? Die gallischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Nelly?
Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Okay, das klingt cool. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Okay. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, aber wie komme ich denn an diese hohen Orte überhaupt ran? Hä? Das ist schon mal der erste Punkt. Revelio. Hohe Orte sind im Moment für mich nicht so leicht zu erreichen. Sorry. Ich will jetzt erstmal so einen Schlüssel ausprobieren. Das klingt nämlich sehr interessant. Wir müssen hier hoch. Wahrscheinlich die, die wir gesehen haben, ne? Mit Stufe 1, 2. Also ich vermute es mal. Aber wir haben ja auch davon welche außerhalb das Gelände Hogwarts gesehen, deswegen, schwierig zu sagen. Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Ich bin eigentlich gerade beschäftigt. Ich selbst finde den Ort. Revelio. Gerade schwierig, gerade echt schwierig. Ich will jetzt erstmal so eine Schlüsselnummer durchziehen. Es gibt so viel zu entdecken und zu erkunden. Okay, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein Geist unterwegs. Oh Gott, wo muss ich denn hier hin? Ist das... Das ist doch die Schlüsselmission. Die ich hier gerade verfolge. Hier sind durchaus Geister unterwegs. Na doch, das ist die Schlüsselmission. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie... Revelio! Meine liebe Sativatia, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinem Kontakt in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel. Wohlgemerkt, soweit ich weiß, und Vorlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Surita. Und bei mir hat es irgendwo geklingelt. Aber ich zock jetzt gerade, ja, Hogwarts. Ich bin im Moment in meiner Zauberzeit. Ich hab schon wieder total die verstopfte Nase, weil ich immer noch diese Schlüssel, doofe Erkältung hab. Wohin der mich wohl führt? Also nicht wundern, wenn ich irgendwie so ein bisschen mich anhöre, weil meine Nase geht schon wieder zu. Es nervt richtig. Wo ist der Schlüssel? Revelio. Schlüssel? Okay, aber what? Wo ist der hin? Wieder mal auf Abenteuertour?
Da ist der Schrank. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Ah, okay. Aber das bringt mir nichts. Vielleicht, wenn er irgendwie drüber ist? Also lenken kann ich ihn nicht. Ich muss ihn kloppen. Aber hier nicht. Jetzt flieg doch mal rüber, Schlüssel. Oh, das ist ja super schwer. Wahrscheinlich muss ich ihn wirklich treffen, wenn er genau da drauf ist. Ey, das... Na, das war nichts. Gibt's da irgendeinen besonderen Trick? Krieg das mal hin. Das war es. Wow. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Wow. Das war echt super schwer. Wirklich. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass man den genau über dem Schlüsselloch treffen muss. So, wieder hier runter. Nelly. Laufen wir? Ja, oder? Schnellreise. Jetzt sind wir schon unterwegs. Außerdem macht es irgendwie Spaß, sich hier durch die Welt bewegen. Und der Typ, der ist richtig schnell. Der hat einen Speedimus Maximus Zaubertrankus getrunkust. So, hier durch. Was wäre geil, wenn ich das Vieh hier zum Leben erwecken könnte, ne? Das wäre mal ein cooler Zauber. Irgendwelche alten Knochen einfach wieder Fleisch und Muskeln und ich sollte nachsehen, Fell, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Draufzaubern. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ja. Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Auf jeden. Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Na gut, auf zur Haustruhe. Zum Glück sind Blacks Kinder noch nicht alt. Uns erwartet Großes. Am Ende 50 Gold oder sowas. Richtig, richtig mageres. Wo man sich denkt, okay, das war's jetzt. 50 Gold, mehr nicht. Wie gigantisch groß einfach die Schule ist. Das Gelände und alles so drumherum. Boah, ich hoffe, das Spiel wird so ein richtiger Mega-Erfolg. Ich meine, alle Zeichen stehen dafür. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Okay, was ist das da oben für ein Zylinder? Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Oh nein. Viel mehr, wie es aussieht. Oh nein. Und ich habe mich schon gefreut. 16. Ey, da muss ja also wirklich was Phänomenales drin sein. Okay, ich muss einen Feuerzauber lernen. Aufträge. So. Die Schlüssel. Das hier. Das hier wird die nächste Mission. 16 Münzen. Also da muss ja wirklich irgendwas phänomenal Gutes drin sein. Die große Frage ist dann, hat dann jedes Haus seine eigene Belohnung? Oh, was ist das? Revelio. Wo willst du hin? Hier. Okay, haben wir Glück? Komm schon. Ich sag ja, du brauchst Reflexe wie eine Katze.
Ah. Komm schon, flatter mal ein bisschen langsamer, Kumpel. Gemütlich. Okay, okay, ja gut, ich habe gedacht, jetzt zieht er los. Du Mieser. Reiß ihm die Flügel raus. Er fliegt wieder nicht los. Okay, okay, ich bin angespannt. Der Schlüssel trickst mich aus. So. Nur noch 14. Trotzdem. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir das hinbekommen werden. Und wir haben noch diese magischen Türen, wo ich auch keine Ahnung habe, wie die funktionieren. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, aber ich habe keinen Besen. Ohne Besen wird das nichts. Revelio. Da war doch eben schon wieder ein Schlüssel, ne? Zum Glück hört man die. So, Lady. Ich brauche einen Zauber. Ach, ich glaube. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Okay, Lady. Revelio. Skelett eines schwarzen Hebriden. Hebriden? Hebriden. Keine Ahnung. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilder-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderringe in Osten Wales zerschlagen hat. Schon ein geiles Vieh da oben. Also... Wir müssen... Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Wir müssen erstmal wieder die Stäbe kreuzen. Klingt irgendwie erotisch. Oder? Ich weiß nicht. Es hat was Erotisches. Rebellion. Wir treffen uns irgendwo hinten in der Gasse und kreuzen illegal Stäbe. Nur Herren erlaubt. Wo willst du hin? Du bist nach oben geflattert. Wie schön, Sie zu sehen. Ist er da hinten geflattert? Er flattert hier zum Schrank. Okay. Ich dachte, er würde rein. Aber ja. Gleich danach macht er seinen Flug. Einfach Doppel-Spam. So. Wir werden in der Tat besser. Wo müssen wir hin? Hier hoch? Aber es heißt doch immer, kreuze niemals die Stäbe. Alte Saunaregel. Und ich dachte, die würden die Veranstaltung irgendwie nur nachts machen. Tagsüber auch noch. Das ist so unspektakulär. Revelio. Hui! Ah. Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt.
Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Alter, was für ein fieser Mobber, ne? Revelio. Lachlan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Okay, hier lang. Also gibt es jetzt nochmal hier so ein schönes, knackiges Duell. Aber wer will denn mit einem Trollmörder sich duellieren? Ich hätte Schiss. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Okay, durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber. Levioso. Ziel anvisieren, erlaubt ihr? Okay, das kennen wir ja. Protego! Levioso! Contringo! So sehen Sieger aus! Bam! Alter, der kommt gar nicht mehr runter, ne? Levioso! Protego! Putz! Okay, die werden so weggeballert. Contringo! Easy. Was für ein Duell. Sieg. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig geboren. Eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, ich muss doch noch einen machen, oder? Die zweite Runde, yo. Ich bin direkt ready. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Yes. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Okay, Moment, sind das jetzt drei? Okay, alles klar.
Hier. Bam. Netty, mach was. Akio. Oh, oh, wow, 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 wow. So, die hab ich. Nur nicht zurückschrecken. So, nächster. Alter, hier richtig dicke Kombos. Da machst du nix. Die armen Kids. Die geben sich ordentlich auf die Fresse. Bravo! Ich hab nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Um alle Koboldsteine? Das klingt ja irgendwie furchtbar interessant. Aber wir machen jetzt erstmal die Story weiter. Na gut. In der nächsten Folge geht die Geschichte weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.